Es ist interessant, Paulus sagt, als ich zu euch kam, kam ich nicht im glänzenden Reden dabei, euch zu halten. Ich habe mich entschlossen, nur eines zu wissen, Jesus Christus war, Jesus als den Gekreuzigten zu verkünden. In der Synagoge in Kapernaum, interessant, sie staunen, ihre Blicke waren alle auf Jesus gerichtet. Warum waren die Blicke auf Jesus? Warum war auf einmal so eine Spannung, eine positive Spannung in der Synagoge von Kapernaum am Anfang jedenfalls? Weil er so begnadet redete. Und ich habe mich dann gefragt, war es damals in der Synagoge schon so wie bei uns, manchmal in den Kirchen? Man hört Evangelium, aber man hört gleichzeitig ein Geraschen hier und kleine Gespräche rechts und links. Vielleicht war das auch das Gewöhnliche in den Synagogen. Aber hier haben sie gespürt, hier geschieht etwas Besonderes. Es ist so, als ob man sagen könnte mit biblischen Worten, hier geschieht das Wort Gottes. Hier ist das Wort Gottes in Aktion. Aber sie konnten es nicht fassen, wie sehr das Wort Gottes in Aktion war in Jesus, in ihm selbst. Und dann, Jesus legt das Buch zurück, er setzt sich und dann beginnt er zu erklären. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr soeben gehört habt, erfüllt. Jetzt ist es Realität. Jetzt ist es aktuell. So viele Jahre vorher hat Jesaja dieses Wort angekündigt, schon gesagt, gesprochen von dem Gesalbten, gesprochen von dem, der da kommen soll. Als Johannes der Täufer gepredigt hat, dann sind die Jünger zu ihm gekommen, geschickt von den Pharisäern, geschickt, bist du der, der da kommen soll, oder müssen wir noch auf einen anderen warten? Es liegt etwas in der Luft. Jetzt ist der Moment, jetzt ist die Zeit, Jesus ist da, er ist gekommen. Und es ist dann auch immer ein Moment der Entscheidung, wo die Seele des Menschen sich ein wenig oder vielleicht ein bisschen mehr öffnet. Und dann ist es wichtig, dass man auch den Kairos, also ein bisschen theologisch, aber diesen Zeitpunkt, dass man den Zeitpunkt jetzt erwischt und sagt, jetzt springe ich auf den Zug. Jetzt ist der Zug da und jetzt ist die Zeit. Jetzt muss ich einsteigen. So könnte man das jetzt von der Seele her betrachtet, könnte man das sagen. Und dieses Zeitfenster, sagen wir mal, es öffnet sich immer wieder in unserem Leben. Aber haben wir dann den Mut, voll einzusteigen? Oder so ein bisschen so auf Trittbrett fahren, ein bisschen mit? Keine Station, aber so ein bisschen, dann geht der Zug zu schnell. Das ist mir zu schnell, das ist mir zu viel. Ich springe wieder ab. Herr, deine Rede ist Tat. Liebe Brüder und Schwestern, so ist es geschehen in der Synagoge von Kapernaum. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete. Sie staunten über diese Gnade des Sprechers. Sie staunten über diese Rhetorik. Liebe Brüder und Schwestern, im Glauben, bei der Glaubensverkündigung geht es nicht um die Rhetorik. Es geht nicht darum, ob jemand jetzt schön gefeilte Sätze da reden kann, schön aufgebaut, strukturiert. Oh, als wir Predigen lernen sollten, dann, ja, Predigt ist ausgetragen. Der Professor, der ist heiraten gegangen. Wir hatten keinen. Wie habe ich Predigen gelernt? Der gute alte Balthasar Fischer, ein Unbekannter unter Theologen, er hat uns dann so väterlich, ja schon fast großväterlich, hat er uns so zusammengeholt. Und ich kann mich einen Satz erinnern, den er gesagt hat. Die Predigt muss so sein, dass Schuster, Bäcker, Ladenmädchen ihrem kranken Vater noch etwas zu Hause von der Predigt erzählen können. Also ganz einfache Menschen. Es muss an einfache Menschen gerichtet sein, dass die noch etwas davon nach Hause bringen können. Liebe Brüder und Schwestern, beim Wort Gottes geht es nicht um Rhetorik. Augustinus war ein großer Rhetoriker, er konnte so geschliffen sprechen, er war ein gefragter Redner. Aber Jesus ist nicht gekommen, um ein gefragter Redner zu sein. Paulus war brillant,
ein brillanter Schriftgelehrter, Pharisäer. Er konnte Dinge in Sprache fassen, wir lesen das in seinen Briefen. Er war brillant, aber er sagt, ich erachte all das, entschuldigt den Ausdruck in der Kirche, als einen Dreck, als Unrat, schreibt er wirklich in Griechen. Es geht um die Botschaft. Sie fand Beifall, sie staunten darüber, wie begnadet er redete, und dann sagen sie, und jetzt kommt der erste Zweifel oder erste Eifersucht, jetzt kommt giftig. Das geschieht sehr, sehr oft, liebe Brüder und Schwestern. Ist das nicht der Sohn Josefs? In einem anderen Evangelium, wir lesen über Lukas, da steht, ja, wir kennen ihn doch, und seine Brüder und Schwestern, die leben unter uns, wir kennen sie. Jesus, ich sage jetzt mal ganz einfach menschlich, bekommt nicht die Chance, oder sagen wir so, Gott bekommt nicht die Chance. Wir Menschen, wir verbauen uns die Wege, in denen wir so einen kleinen, leisen Zweifel, Eifersucht, so kleine Dinge einfach mal zulassen. Wie oft geschieht es, dass wir ein Evangelium lesen, dann sagen wir, oh, das kann ich doch, habe ich schon gelesen. Nächstes Evangelium, das habe ich auch schon gehört. Jedes dritte Jahr, an dem Sonntag dasselbe Evangelium, Ostern dasselbe, immer dasselbe kenne ich doch. Und dann meinen wir, wir kennen es wirklich. Aber kennen wir das Evangelium, die Texte, oder kennen wir durch das Evangelium Jesus damals? Kennen wir durch das Evangelium Jesus? Ich darf das hier sagen, ich habe es auch im Impuls gesagt, als ich in einer anderen Form Exerzitien begonnen habe vor ein paar Jahren, hat man mir als ersten Text vorgeschlagen, der war wirklich gut, aus dem Johannesevangelium die Totenerweckung des Lazarus. Es war sehr spannend. Und ich sollte dann diesen Text lesen, ist lang. Wir können mal gerne durchgehen, ist lang. Und dann wird erzählt, und dann sollte ich mich selbst konfrontieren, so betrachten, wo bin ich in dem Text, was betrifft mich, was steigt dann in meiner Seele hoch, wenn ich das lese, wenn ich lese, ja, Lazarus liegt im Grab. Oder was steigt in meinem Herzen hoch, wenn ich da lese, Jesus kommt erst nach 4 Tagen dahin, er nimmt sich gut Zeit. Was steigt in meinem Herzen hoch, wenn ich da über Maria, Martha, die Schwester von Jesus, oder diese weinenden Klageweiber und so weiter, lese, was steigt hoch? Und dann habe ich gesagt, boah, da ist so vieles drin. Oder was steigt in mir hoch, als Lazarus aus dem Grab herauskommt und Jesus sagt, löst ihm die Fesseln. Wer soll die Fesseln lösen? Lazarus konnte es nicht selbst. Spannende Frage. Spannend. Und dann habe ich gedacht, oh, das Evangelium kann nicht. Es ist lang, oh Herr, es ist so lang, dieses Evangelium. Aber es ist Neues gekommen. Wirklich Neues. Und dann habe ich weiter Evangelium, Exerzitien gemacht. Ja, also auch privat. Und dann hat jemand mir, den ich begleitet habe, ja, nimm mal wieder Johannes Lazarus. Ja, weggesagt. Habe ich es gehabt. Und dann nach kurzer Zeit, ja, dann nimm doch mal Lazarus. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe gedacht, ich kenne dieses Evangelium. Aber ich habe in den verschiedenen Betrachtungen, auch durch die Entwicklung meines eigenen Lebens, habe ich Jesus noch besser durch dieses eine Evangelium kennengelernt. Aber ich habe auch gepredigt, habe noch andere Evangelien selbstverständlich auch betrachtet. Aber wie schnell sagen wir, ich kenne es? Und dann schütteln wir sozusagen das Kind mit dem Bade aus oder wir lassen Jesus außen vor, was viel schlimmer ist. Kenne ich Jesus durch die geschliffene Sprache oder kenne ich ihn dadurch, dass ich ihm durch sein Wort mein Herz, meine Seele, mein Leben habe berühren lassen. Darum geht es. Wir wollen Jesus nicht so an den Abhang von unserer Stadt oder von unserem Leben da gehen lassen. Er wird weitergehen. Er wird weitergehen. Aber nützen wir die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Herr, segne uns und
schenk uns die Kraft, jetzt die Zeit zu nutzen, jetzt den Moment zu nutzen, unser Herz dir ganz zu öffnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.